Ja, einen wunderschönen guten Abend bei Rockbox TV. Eigentlich habe ich gesagt, dass wir uns erst wieder hören, wenn ich über Circus Maximus quatsche. Es gibt aber neue Informationen über die Onkels, den Weidner, die Hosen etc. pp. Und deswegen müssen wir es einfach mal so ein bisschen dazwischen schieben. Olin kennt ihr schon. Guten Tag, meine Freunde. Und das ist mein guter Freund Kovu. Was geht ab? Seines Zeichens Rapper. Na, also mit Rock hat er nicht wirklich viel am Hut. Also er weiß schon mehr über Rock, als er sich selbst zugesteht. Aber er ist halt brennender Hip-Hop-Fan und ja, wird jetzt eigentlich mehr oder weniger zu genötigt, jetzt ein bisschen mitzuquatschen. Ja, der wird ja insgesamt jetzt ein bisschen mehr etabliert hier auf diesem Kanal. Der wird auch nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres wird er auch bei einem Musikvideo noch auftauchen und so weiter. That's right. Ich versuche halt so gut es geht, eine Perspektive als Außenstehender bei den Rockthemen mich mit einzubringen, aber da kann man jetzt nicht zu viel es Perspekt Expertise von mir erwarten, aber ja, ich gebe einfach meinen Senf dazu, soweit das angebracht ist. Er gibt sein Bestes und das sollte ja noch reichen. Weil du hast ja schon einen Plan. So, Ja, einigermaßen, also teilweise. Ich bin jetzt kein kompletter Greenhorn, aber ja, man guckt einfach mal, je nachdem, was die Themen sind, kann ich mich da etwas mit einbringen. zum Beispiel den Motorhead-Wodka, der hier steht, den hat er mir zum Geburtstag geschenkt. Also ein bisschen im Thema ist auch schon drin. Bleibt mir auch nichts anderes übrig, wenn er mal mit uns abhängt. So, alles klar. Du hast das Wort. Ich habe das Wort. Ja gut, ich habe mir hier mal was zusammengekritzelt, ne? Damit wir nicht ganz so ziellos hier durch die Gegend labern. So, als erstes Thema wollte ich über der W reden und über sein Akustikalbum beziehungsweise die kommende Akustiktour, die kommt. Ja, also erstmal finde ich schon mal ziemlich geil, dass er es ja, überhaupt in Angriff nimmt. Das erste Lied mehr, was man schon hören konnte. Also mich hat's übelst geflasht. Ich finde Ja, es übertrieben geil. ich find zwar die Originalversion immer noch am geilsten, vor allem als wir auch live da waren, wo wir auch live gegangen sind, falls ihr euch erinnert. Ja, also, aber ich bin gespannt, was das wirklich dann kann, das Album. Also ich bin nicht so ein Freund eigentlich von Akustik, aber ich finde das, ja, das bringt, keine Ahnung, das Lied kommt ganz anders rüber, hat eine andere Wirkung, finde ich, ich finde es übertrieben geil auf jeden Fall. Ja, okay, du stehst aber sowieso so ein bisschen auf so ruhigere Klänge, Das ne? stimmt, aber sonst finde ich halt die Akustik-Sachen nicht so geil von anderen. Vielleicht mich nicht so heftig. Nirvana Unplugged. Ist cool, aber ich finde ich auch das Original besser. Genau wie bei den Toten Hosen. Unplugged ist ganz nett, aber vielleicht bin ich so. Bei dem Song, ich fand es übertrieben geil. Aber der hat es auch in seinem Video hier brutal, hat er ja auch gesagt, wie der es schon rüberbringt. Das ist halt was ganz anderes. Das ist viel intimer mit der Musik. Man muss viel genauer aufpassen, wie man redet, was man sagt, also wie man singt, wie man Ja. den Ton trifft. Du kannst nicht dich hinter E-Gitarren und sowas verstecken. Wie der es schon allein erzählt und so, Ja, macht für mich auf jeden Fall Bock auf mehr. da gehen halt auf jeden Fall so ein paar Fehler unter. Na, wenn du so eine fette, laute Geräuschkulisse hast. Ja. Na, und ja, ich glaube, der ist ein bisschen dazu genötigt, clean zu singen. So, ob der das so gut Ja, genau, gebacken das ist kriegt. da. Na, ich bin gespannt. Ich hoffe ja auch noch, dass wir es irgendwie hinkriegen, da auf ein Konzert zu gehen. Ja. Marius, der Ja, hier der den macht Koffer. Hä? 12 Auftritte macht er, ne? Naja. Der Maus ist ja hier in Köln, mit dem wir Ach, der ist bald da. das Unboxing von dem Okay. Koffer gemacht haben. Na, der ist auf jeden Fall auf dem Konzert. Was mich gewundert hat, ist, dass er zweimal in Bochum auftritt, aber in Frankfurt gar nicht. Das hat mich ein bisschen gewundert. Okay. Krass, okay. Wird das denn ein Album? Ja, der hat gesagt, also er hat selber gesagt, dass das wahrscheinlich, also bis Mai, ich glaube, ich fange die ersten Konzerte an, wenn ich es richtig verstanden habe. Bis dahin werden die das mit dem Album wohl nicht mehr hinkriegen, aber es wird nachträglich auf jeden Fall noch kommen. Soweit ich das verstanden habe, ich will jetzt nichts Falsches erzählen Also es hier. kommt safe im Album. Ich sage ja gerade, soweit ich das verstanden habe. Ich will nichts Falsches erzählen, aber so wie ich ihn verstanden habe, sagt er bis Mai. Soll man nicht mehr damit rechnen. Aber es wird wohl nachträglich noch eins kommen, ja. Und was hat's mit brutal auf sich? Ja, das ist Will er also. das so nennen? Nee, ich glaube, das ist also. Oder Nee. findet er es einfach nur brutal? Ja, ich glaube, das ging darum, dass diese Entstehung von diesem, dass das halt deutlich mehr Arbeit ist, als er gedacht hätte, weil da halt so viel. Ja, weil du auf so viel achten musst und bla bla.
Ja, dass er halt am Anfang, glaube ich, wenn ich will auch nichts Falsches erzählen, das ist jetzt schon ein bisschen was her, dass ich mir das angeguckt habe, der wollte wohl anfangen auch mit einem größeren Orchester und so, hat sich aber dann jetzt im Endeffekt darauf entschieden, Ach, krass. nur eine Geige oder so, also aufs Minimale zu bleiben und so, Finde ich ja. auch geiler, weil die haben ja schon eine Onkelsakustik, also Orchesterplatte. Na, ich finde, ey, Ja. man muss nicht überall jetzt ein Orchester draufballern. So akzentweise finde ich das geil. Na, aber so immer, keine Ahnung. Was hast du denn dazu? Also ich sag mal, ich habe eigentlich gar keine Bezugspunkte zu DRW. So mit Akustik, da habe ich jetzt auch eigentlich ehrlich gesagt, bin ich nicht so der Fan von. Also auch jetzt im Rockgenre allgemein. Wenn, dann sehe ich das immer als Ganzes und ich finde, da fehlt mir persönlich dann Teil. Aber ja, ich sag mal, wenn das ein rundes Ding wird und wenn es da Leute gibt, wenn es da genügend Hörerschaft gibt, die sowas feiert, warum nicht? Kann man ja auch mal machen, ne? Okay, es gibt einen Track von Tupac Okay. auf einer akustischen Gitarre. Das hört sich schon mal vielversprechend an. Ja, das findest du Ja, auf jeden Fall ja, fett. das feiere ich dann auf jeden Fall. So, aber ansonsten mit der W, also den einzigen Bezugspunkt, den ich da überhaupt habe, ist, da ich weiß, dass ihr beide auf dem Konzert von dem wart. So, Okay. ansonsten bin ich da eigentlich raus, deswegen bei dem Thema kann ich jetzt nicht allzu viel. Ja, und dass wir die Platte öfter gehört haben. Ja, gut, das war dann nebenbei. Was ich halt auch geil finde, ist, dass er, wie lange macht der W jetzt schon Musik? Und dass der sowas jetzt noch in Angriff nimmt. Ja, also das ist halt, da kommen wir schon quasi direkt zum nächsten Thema. Dass der nach all den Jahren noch was Neues versucht, der will noch gucken, was kann ich noch. Und die Onkels als Ganzes sagen, ein neues Album kommt wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das finde ich scheiße, ne? Und ich hab heute bei der Arbeit dann noch so drüber nachgedacht. Ne? Und ich dachte mir, ey, ne, ist das vielleicht einfach ein Marketingstreich? So, weil, guck mal, bei den Onkels spielen ja Zahlen immer schon eine große Rolle, vor allem beim Weidner. Ne? So, ne, der mit seiner Dualität des Lebens, ne, die kommen zurück und machen innerhalb von 10 Jahren dann 2 Alben, okay. Aber irgendwie, ich finde, die stehen in keinem Verhältnis irgendwie so zueinander. So, da fehlt eigentlich noch das Dritte. So, weißt du, ein wirkliches Adios-Album oder sowas. Das Einzige, was ich daran halt so übertrieben suspekt finde, ist einfach zu sagen, ey, also die sagen ja nicht, wir hören auf. Die sagen, wir machen weiter Musik, wir treten weiter live auf, aber kein neues Album. Das ist so eine komische Aussage, so von wegen so, Alter, wir haben halt einfach nichts Neues zu erzählen oder was? So, das ist für mich so komisch. Ja, das kann aber auch gar nicht sein. Die Onkels sind jetzt 60. So, also das Leben mit 60 muss ja schon mal anders sein. Ja, auf So, jeden also Fall. da kann man ja schon mal was zu sagen. Na, dann passieren auf der Welt ziemlich viele Sachen, na, die eigentlich schon danach schreien, dass die Onkels ihren Senf Ja, aber dazugeben. was für Na. Gründe könnte es denn haben, zu sagen, wir machen kein Album? Also entweder man will aufhören. Das trifft bei denen aber nicht zu, weil die ja sagen, live weiter, machen die auf jeden Fall weiter. So, dann, man hat keine Ideen mehr. Das würde ich aber auch den Onkel, also das kann ich einfach nicht glauben, dass es daran liegt. Vielleicht haben die noch Ideen, aber keine begnadeten Ideen. Vielleicht finden die einfach nicht geil genug. Was ich mir sonst nur noch auch vorstellen kann, ist, dass das, wie du gerade schon gesagt hast, dass das vielleicht wirklich einfach so Marketingstrategie ist, weil Raf Camora, der hatte auch auf seinem Peak damals, hat er das Album Zenit rausgebracht, hat auch gesagt, das ist auf jeden Fall mein letztes Album, danach wird nichts mehr kommen. Genau das Gleiche, der hat auch gesagt, der macht auch Live-Auftritte, der ist noch mit 187, ist er noch live gewesen, aber der hat gesagt, von mir kommt kein Soloalbum mehr. Was ist? Ein Jahr später haut er ein Album raus. Okay. Also diese Marketingstrategie ist auf jeden Fall. Ist jetzt nicht allzu weit hergeholt, würde ich sagen. Zumindest was Rap-Genre angeht, da ist das sogar gang und gäbe. Auch UFO 361 hat sowas schon so oft gemacht. Okay, kenne ich überhaupt nicht, Hast aber du nichts so, verpasst? ja, gut, das stimmt. So, aber ich weiß, dass Sommer, Herbst 2022 gab es ein Posting von Onkels, dass sie sich jetzt zurückziehen. Na, und schauen, was da so Kreatives noch kommen könnte. So, was dann kam, war ein Jahr später, meine ich, ja. Ne, in dem Jahr sogar kam dann das W-Album. Ja, das Na. aber, also abgesehen davon, also was ich denke, warum das dieses Marketingstrategie nicht sein kann, weil wenn man eins dem W von den Onkels nachsagen kann,
dann, der hält verdammt nochmal sein Wort. Wenn er einmal was sagt, dann steht er eigentlich dafür immer hinter. So. Und nur weil man jetzt einmal... Da sehe ich schon wieder den Shitstorm. Der Wähler hat sein Wort, der hat doch hier Asche zu Asche gemacht und, ja, und rührt das Onkelsding nie wieder an. Ja, so, also, ja, okay. Ja, jetzt so gesehen hast du auch wieder recht. Ja, aber das ist halt Schwachsinn, weil damals, zur damaligen Zeit war Kevin komplett am Arsch und in seiner Situation war es komplett abstrus, dass Kevin jemals wieder irgendwie was leisten könnte. Der Freund hier heißt übrigens auch Kevin. Ne? Und ja, umso überraschender, dass er es doch konnte, aber kann man ihm nicht vorwerfen, also ihm wenig vorwerfen, dass er sein Wort nicht gehalten hat. Hätte die Situation sich nicht so krass geändert, ne? So von Grund auf, so, dann hätte er es auch wahrscheinlich nie wieder angerührt. Ne? Da musste ja einiges für passieren. Dafür musste Kevin als Kevin Richard Russell touren. Dafür musste der mit Veritas Maximus sich beweisen. Ja, und dann, wenn man jetzt sagt, wie du sagst, Anfang letzten Jahres, wo die gesagt haben, wir gucken mal, was künstlerisch noch kommen kann, dann darauf, kurz darauf zu sagen, oder halt nicht mal ein Jahr später zu sagen, ja, okay, ein Album wird nicht mehr kommen, so, da muss ja schon, was bringt einem zu dieser Aussage? Weißt du, was ich meine? Ich glaube auch, dass die sich wahrscheinlich bei den folgenden Konzerten dazu äußern werden. Ich kann nicht glauben, dass sie das einfach so stehen lassen, aber es ist schon erschreckend und enttäuschend. Weiß, also, das waren ja auch nur 3 der 4 Onkels. Gonzo war wieder nicht dabei. Genau, ja. Gonzo war nicht dabei. Und Gonzo hat auch damals, ne, das Moment, in diesem schlauen Buch hier steht, ne, Gonzo hat auch damals, weil er dagegen, dass die Onkels aufhören und wollte, und also hat noch eine Tour und ein Album durchgeboxt. Also bei der Tour bin ich mir 100% sicher, beim Album weiß ich nicht, ob das ein kollektiver Entscheid war, ne, oder ob das wirklich auch an Gonzo lag. Na, aber ich denke, der hat auf jeden Fall noch Ideen. Ja. Naja, können wir ja nur hoffen, eigentlich. Ich für meinen Teil tue es. Und du? Ja, ich sag mal so, für die Fans, warum nicht? Ne? Und ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, dass etablierte, gute Künstler oder auch Bands auf jeden Fall, wenn auch noch genug Fans da sind, die das feiern, dass sie so lange weitermachen, wie es halt geht. Also ich bin dafür, auch wenn ich selber jetzt nicht in den Laden rennen würde, mir die Platte holen. Ich drücke euch mit die Daumen. Brauchst du ja gar nicht, wirst ja hier damit zugeballert. Ja, das auch. Wann sind wir eigentlich auf dem Konzert? Wann ist das eigentlich jetzt? Das ist ja jetzt auch demnächst schon, ne? 2-3 Monaten? Oberhausen? Ja. Nein, Alter, ich glaube, das ist im August. Im August erst? Ja, okay. Ja. Wenn ich mich nicht täusche, aber ich meine... Spätestens das ist da, haben die Rede und Antwort zu stehen. Na, sprichst du ja an? Klar. Onkel, wie ist das? Wie ist das mit einer neuen Platte? Sag mal. Ja, so, was können wir noch sagen? Ja, wegen Onkels und Ariane. Also, da habe ich ein bisschen versucht. Da ist halt, ne, da ist jetzt wieder vor kurzem im März, waren wieder neue Schlagzeilen, dass sie halt nicht locker lässt. Leider findet man, also ich bin über Seiten wie... Südwestpresse und Augsburger Allgemein und so, die schreiben alle darüber, aber man kriegt halt nicht viel raus, weil man die alle abonnieren muss und das sehe ich nicht ein. Ja, das Einzige, was die sagen, ne, da hat sich die Ariane jetzt mit so einem Studenten und Fan, dem Moderator und einem Musikwissenschaftler zusammengesetzt und haben über das Thema geredet. So, jeder hat seine, ich fände es ganz interessant tatsächlich, weil halt auch ein Fan dabei ist und so, sind halt wohl nicht alle, aber also ein Mitschnitt oder irgendwie ein Videoausschnitt findet man überhaupt nicht. Über Ulm News, über die eigene Seite, habe ich nur herausgefunden, dass dieses Gespräch am 13.03. stattgefunden hat. Wieso machst du so? Ja, weil ohne Scheiß, das ist ein Thema, wo gerade ich auch als Rap, als Hardcore-Kollega-Fan vor allem, auf jeden Fall mitreden kann. Also wenn das schon so anfängt, ne, das ist dann wieder so diese Cancel-Culture-Mentalität. Alter, da bin ich so raus. Ne? Das sind Leute, regen sich auf, die überhaupt keinen Bezug zu der Musik haben, die regen sich auf, die wollen Leuten wie euch verbieten, das zu hören, obwohl die selber gar nichts damit zu tun haben. Die suchen nur was, um sich aufzuregen und das, ey, komm, nee. Also, so, das wird nicht monetarisiert, wenn ich da weiterkomme. Ja, die kriegen halt, die kriegen irgendwie was in den breiten Medien mit, ne, und hinterfragen das nicht, sondern springen direkt auf den Zug auf. Ne, was da steht, stimmt. Und wenn es da wiederholt wird, ist es auf jeden Fall sicher. Mhm. Ne, und
Ja, bin ich auch auf jeden Fall raus. Aber meine Meinung habe ich ja schon des Öfteren kundgetan. Also ich bin tatsächlich auch, da habe ich aber jetzt nicht weiter nachgeforscht, bei der Suche nach irgendwas, um irgendwie mal was von diesem Gespräch, von dieser, wie hat sich das genannt, weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit, ich weiß es nicht mehr, wie sich das Gespräch genannt hat, hat einen bestimmten Namen. Auf jeden Fall, um das zu suchen, bin ich auch darüber gestolpert, dass diese Ariane Müller schon 2020 wegen Corona auch Wirbel gemacht hat. Also die macht wohl schon öfters ihren Mund auf, um irgendwie. Ob es jetzt genau die gleiche Okay. ist, weiß ich nicht. Ich habe halt die Links nicht angeklickt, aber es wurde schon öfters angezeigt. Auch 2017 hat die irgendwas versucht, ich weiß nicht. Aber die springt immer auf jeden Zug mit auf, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu Ja, haschen. scheint mir so, Das ist geil. scheint Ja, mir cool. so, ja. Ja, Ja, kann man cool, auch findest du das? Nee, aber vielleicht mal die machen. Frage an die Kann man ja Zuschauer. machen. Also, wenn ihr da irgendwie Ist doch was habt, scheiße. vielleicht war ja auch jemand da. Es war ja, konnte ja jeder besuchen gehen. Vielleicht kann uns jemand mal erzählen, was da gesprochen wurde. Würde mich interessieren. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt, wo du eben meintest, ja, dass du das nicht einsiehst, diese Südwestpresse und sowas. Naja, genau, vielleicht hat die Ja, jemand abonniert. Kannst du aber was dass du das nicht erzählen? einsiehst, das zu abonnieren. Ich habe bei Instagram, habe ich eine Anfrage gestartet, ob irgendwer das abonniert hat und mir das zeigen kann, was da drin steht. Aber ja, ich habe, sagen wir kurz, null Antworten gekriegt. Na, also ich denke, keine Sau abonniert das. Zumindest keine von meinen Followern. Also, finde ich absolut nicht mehr zeitgemäß, da sowas zu fordern bei Nachrichten. Müsstest du vielleicht im Altenheim um die Ecke mal fragen, ob da irgendeiner die Paywall abonniert hat? Ja, aber ohne Scheiß, das zeigt ja auch schon wieder, für was für Leute das überhaupt gemacht wird. Weil das sind dann auch Leute, die keinen Bezug haben, die lesen das, die haben dann irgendeinen hochgepushten Skandal, wo die sich dann aufregen können, wenn sie sagen, oh nee, was sind das denn für welche? Deswegen, Alter, komm. Aber warte, die haben auch eine Musikwissenschaftler. Ja, alles klar. Ja, okay. Dann wollten wir noch über den netten Campino reden. Das ist ja sowieso sein Thema. Also ich fasse mal kurz zusammen, was ich da so recherchiert habe, ne? Dann könnt ihr auch einen Senf dazu geben. Also hier, ne? Aber Kobo als erstes. Natürlich, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also er ist jetzt hier Gastprofessor, wird er in der Uni Düsseldorf. Ja, aber nur für zwei Vorlesungen. Und ja, die erste Vorlesung nennt er wohl Gebrauchslyrik, wo der dann laut der Nachrichtenleicht.de will der da über Gedichte von Erik Kästner und Liedtexte von Kraftwerk, das mir tatsächlich gar nichts sagt. Ich weiß nicht, kennst du Kraftwerk? Echt? Okay, tatsächlich kenne ich das nicht. Ja, darüber möchte der da wohl reden. Und die zweite Vorlesung, die der hält, ist Alle haben was zu sagen. Die Kakophonie unserer Zeit. Wie wir alle wissen, heißt Kakophonie ja Missklang, also Genau. die Folge von schlechten Tönen, ne, und so, ja. Na, war uns allen klar. Das war uns eigentlich klar, musste keiner googeln. Ja, allerdings habe ich dann bei meinen Recherchen auch herausgefunden, dass das gar nicht so die krasse Sache ist, weil die Uni Düsseldorf wohl jedes Jahr irgendeine berühmte Persönlichkeit nimmt, zum Beispiel schon mal den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Weil eigentlich klingt das aber nach einer sehr krassen Sache, wenn Ja. ein Punk plötzlich der Uniprofessor Ja, ist. also ich muss auch sagen, So. dass diese Uni-Sprecherin da oder Vorsitzende oder was auch immer, ob das, keine Ahnung, die hält wohl sehr viel vom Campino, weil er halt nicht nur dieser Sänger ist, nicht nur dieser Punk, sondern sich auch politisch wohl sehr arrangiert und sie sehr interessant findet, was der zu sagen hat und ja. So, Ja, Kevin. warum runzelst du denn so? Warum runzelst du denn so eigentlich die Stirn, wenn du zeigst, dass er sich politisch so engagiert? Ja, Finde ich jetzt. also Ja. nochmal, um das zu betonen, ich bin Hardcore-Kollegah-Fan, ne? Und das schon seit ich denken kann. Wie auch unschwer zu erkennen ist. Props an Jenny Penny. Ja, Props auf jeden Fall für das Tattoo. Ohne Scheiß, also Campino ist für mich so ziemlich der letzte Vogel. Ich muss ja wirklich gerade versuchen, meine Wortwahl. Normalerweise würde ich eine andere Wortwahl verwenden, aber wir wollen ja hier halbwegs, Jugendfrei bleiben. genau. Deswegen Also Prost zusammen. Campino, dass gerade der überhaupt in diese Position kommt, dass der mit seinen politischen Ansichten, die 100 pro sowas von linksradikal sind, überhaupt in die Position kommt, neu heranwachsenden Leuten an der Uni
seine Sichtweise aufzudrücken und denen suggeriert wird, dass das die richtige Sicht ist. Ey, ohne Scheiß, da dreht sich mir der Magen um, da würde ich lieber an der Sonderschule schwänzen gehen, anstatt bei dem umsonst, ohne Scheiß, anstatt bei dem umsonst in der Uni mir eine Vorlesung und nur 10 Minuten von dem reinzuziehen, weil ich mir schon vorstellen kann, wie das läuft. Also da, nee, Campino ist bei mir wirklich, also, nee, komm. Okay. Ja, aber warte. Warum verabscheust du Campino denn so? Was ist denn da passiert? Gab es da so einen Auslösermoment? Ja, da gab es tatsächlich einen. Echt? Ja, was? Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand mitbekommen hatte. Es gab da diese Echo-Verleihung. Für Kollega und Farid Bang wurde der Echo verliehen. Und erstmal wurde Kollega dort durch den Dreck gezogen von Campino, der das alles eingeleitet hat, der sich dann zittrig auf die Bühne gestellt hat und gefordert hat, dass der Echo zurückgegeben wird. Beziehungsweise er dann gesagt hatte, ja, ich gebe den Echo zurück, wenn so Leute wie Kollega, solche Antisemiten, ich bin selber mütterlicherseits Jude und kann sagen, da ist kein Antisemitismus. Vor allem ist die Zeile, über die sich Campino aufregt, von Farid Bang gerappt worden, der aber ja als Marokkaner nicht angekreidet werden kann. Deswegen wird das alles Kollega nachgesagt, der das nicht mal gerappt hat. Und seitdem ist er bei mir sowieso unten durch. Also ich konnte mit der Musik sowieso noch nie großartig was anfangen, aber seit dem Moment, und da der bis heute auch immer noch der Meinung ist, nee, der hat da richtig gehandelt und der hat sich super eingesetzt, einen Scheiß hast du. Du hast dich überhaupt nicht eingesetzt. Das Einzige, was du gemacht hast, ist mir versucht, meine Songs zu versauen, Alter. Nee, also deswegen Campino. Und dass der jetzt noch belohnt wird, indem der hier an der Uni da sonst was erzählen darf, also da bin ich raus. Und wie war das Wort, das wir alle nicht googeln müssen? Kakophonie. Ja, da kennt er sich auf jeden Fall aus, Alter. Ja, und womit er sich auch auskennt, ist ganz Punk in einem Frack. Wo ist der nochmal aufgekreuzt? War es nicht im Reichstag, oder? Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo wegen King Charles oder sowas. Naja. Ist er da im Frack aufgekreuzt. Richtig. Also Street Credibility. Ja. Also so, ich sag mal so, wir haben alle unsere Meinung von dem. Aber live gucke ich mir trotzdem immer wieder an. Live, ich finde Toten Hosen geil, muss ich leider sagen. Also was ist leider? Ist einfach geil. Also das war unser erstes Konzert, was wir hier live gesehen haben, waren die Toten Hosen. Und nach wie vor, das letzte, was wir gesehen haben, war jetzt Barock am Ring letzten Jahres, hat einfach wieder abgerissen. Oder die Hosen sind als Band auch geil. Auf jeden Fall. Na, aber so, was Campino so für komische Moves manchmal bringt, ist schon fragwürdig. Ja, seltsam auf jeden Fall. Seltsam Vogel. So, was steht noch hier auf der Tagesordnung? Und die Hauptthemen haben wir durch. Du wolltest noch auf jeden Fall mal Stellung nehmen zu diesen Rechtsvorwürfen, die wir immer wieder in den Kommentaren lesen und. Ja. Ja, die Stellung ist wie folgt. Ich habe ein Posting schon gemacht mit Markner Rechtsrock. Na, das wird jetzt überspitzt auf jeden Fall richtig ausgebeutet. Na, das ist jetzt mein alter Ego. Und ganz ehrlich, wer will mir denn ans Bein pissen? Hier, er hat gerade selber gesagt, na, dass er mütterlicherseits Jude ist und das juckt mich ein Scheiß. Ja, also ganz ehrlich. Na, wenn man sich mal einfach meine Freunde anschaut und ich bin ein loyaler Typ. Na, ich könnte es niemals sein. Es gab ja auch schon mehrere musikalische Ergüsse von dir mit dem Yannick, zum Beispiel dem Schwatten. Ne? Ja. Wir nennen ihn immer liebevoll so. Also ich meine, Schwachsinn einfach weiter. Na, und ich möchte dann gerade bei dem Thema an der Stelle auch nochmal betonen, also dass er rechts ist oder irgendwie rechte Ideologien vertritt oder so, das labern, das ziehen sich irgendwelche Hater aus dem Arsch. Da will dir irgendeiner einfach nur an die Karre pissen, anonym im Internet. Und das können nur Leute sein, die keine Ahnung haben, wie du wirklich bist. Weil ich als einer der besten Freunde, der halb Jude ist, kann nur sagen, das ist wirklich der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Und ja, das ist eigentlich nur lächerlich. Vor allem, wenn du schon sagst, irgendeiner, haben wir, glaube ich, schon alle eine Vermutung, wer es sein könnte. Da gebe ich nämlich aber direkt nochmal den Hammer rüber.
Weil wir haben natürlich auch ein Thema rausgesucht, wo du so richtig mal was erzählen kannst. Okay. Was sagst du denn über Faith und sein Comeback? Also ich muss sagen, das Favorite jetzt langsam wieder auf die Beine kommt, feiere ich. Also ich war jetzt nie so Hardcore-Fan. ja, aber ich muss sagen, wenn das, also die Hörprobe, die jetzt bei Instagram online kam, klingt schon relativ vielversprechend. Gut, live war das jetzt... Meinst du das mit Queen Killer oder so? Ja, genau. Das fand ich eigentlich schon geil. Dann, was du mir erzählt hattest, das eventuell ein Feature mit Entertainment, den ich auch übertrieben feiere. Den ich auch überhaupt nicht kenne. Auf jeden Fall, wenn da ein Feature zustande kommt und Faith wieder an die alten Erfolge und an den alten Style anknüpfen kann, ey, finde ich geil. So. Anarcho wäre halt geil, wenn er irgendwie wieder in die Richtung gehen könnte. Ja. Weil die Songs hier, so wie Faith bist du auch, so wie Faith bist du doch. Der Magner und ich, wir waren damals schon harte Fans, als der seine Zeit hatte. So. Also ich finde es auch geil. Ich finde es geil, dass er es versucht. So bisher, was ich gehört habe, so ja, dieses Killer Queen, bei Faith ganz nett. Ich muss kurz reingrätschen, weil im Faith-Interview, was jetzt rauskam, da hat er auch gesagt, das ist bei ihm so ein bisschen so onkelsmäßig. Ne? Auch wenn lange gar nichts kommt und der voll am Arsch ist, so die Fanbase, die bleibt halt loyal. Irgendwie so, weißt du, die hat ja sich erarbeitet, die sind da und irgendwie sind die immer noch da und bleiben auch irgendwie da. Das stimmt. Also so, waren ja selber alle überrascht, wie viele da Bock drauf haben, dass er zurückkommt. Aber ich gehe die ganze Sache so mit Vorsicht an, weil wenn ich verfolge das, ich gucke mir die Interviews an, ich gucke mir die Shorts an, die kommen und so. Und auch wenn Killer Queen ganz nett ist, sich wieder ganz cool anhört, ich habe so ein bisschen halt den Verdacht, dass der, auch wenn er jetzt clean ist und alles wieder versucht, dass er da irgendwo halt schon hängen geblieben ist. Und dass da auch, so dass viel gar nicht mehr kommen kann, leider. Aber ich verstehe nicht, wie ein Kevin Russell noch da sein kann, nachdem, was der alles in sich reingeballert hat und auch noch klar sein kann. Mhm. Na, und ein Faith, was hat der denn, keine Ahnung, was der konsumiert hat, aber ich glaube, der ist hauptsächlich auf Speed. Coca auch, ja, und ja, so Teile und sowas und Alk gewesen. So, wie kann der denn so hart verklatscht sein, na, dass der noch nicht mal mehr seinen eigenen Humor reproduzieren kann? Ja, er verliert sich da ständig in irgendwelchen Erklärungen, gibt überhaupt keinen Sinn mehr und so. Ganz komisch. Also ich bin noch mit Vorsicht. Ich habe Bock auf das Album, ich werde es mir auf jeden Fall geben, wenn es kommt, aber mit Vorsicht. Was machst du? Was du da machst? Also ich sag mal erstmal, ich glaube, der Unterschied zwischen Kevin Russell und Faith ist, ich glaube, dass Kevin schon immer, auch wenn er harter Konsument war und auch krasser ist, ich glaube, der hatte immer bessere Quellen. Weißt du, dass der selbst, wenn der sich dreckiges Speed reingezogen hat, dass das immer noch besser war als das, was Faith irgendwo in Essen am Hauptbahnhof sich reingepfeffert hat. So, der hat 100 pro Rattengift gezogen, Alter. Und das sieht man dem ja auch an. So, und ja, ich glaube auch, dass sein Umfeld einfach, dass der nicht so ein stabiles Umfeld hat, wie es jetzt bei den Onkels ist. Ja, okay, aber wo hat Kevin denn ein stabiles Umfeld, außer jetzt den Weidner? Ja, ich denke mal aber auch so als Privatperson, weißt du, ich glaube, dass er nicht mit so krassen Junks rumhängt, wie hier dieser, wie heißt der, McRen? MC Ren oder so? Du Nein, weißt, MC, wen ich meine. MC Ren heißt da, was weiß ja, ich. Ja, ich glaube nicht, dass Kevin Russell mit solchen Pennern rumhängt, wie diesem MC Ren. Weißt du, und ich glaube, ja, dass Faith halt einfach krasser klatschen geblieben ist. Und ja, aber einfach mal abwarten, ne? Solange er nicht wieder anfängt, Michael Jackson zu boxen. Auf jeden Fall. Was er immer noch findet, was ein geiles Lied ist. Ne? Ja, mega, Alter. Er steht da einfach eiskalt zu, aber der hat es ja wirklich geschafft mit diesem, ich glaube, bei TV Straßensound oder so. Ja, TV Straßensound. Da hat er so einen Aufruf gemacht, dass der irgendwie ein Sponsoring will oder so und da hat er wirklich jetzt eins bekommen. Ja, okay. Irgendein Rapper hat den gesponsert. So, dass er jetzt ein Album machen kann. Soweit ich das weiß. Was ist der Faith? Ja, aber ich habe das nur am... Ist er nicht bei House of Art oder so? Ja. Ja, genau. Ja, ne? Da ist irgendein Rapper, von dem ging das wohl, glaube ich, irgendwie aus. Das habe ich am Rande irgendwie mitbekommen. Ja, ich weiß da jetzt auch nichts. Ich kann da auch nur mit so Halbwissen glänzen. Aber, Weißt du halt nicht so verkürzt? ja, auf jeden Fall bei Faith würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn er wenigstens halbwegs, wenn er nur 50% von dem wieder damals auf seinem Peak-Level wieder erreichen würde, ist er immer noch besser als
100% von irgendeinem Meadow oder so, die jetzt bei Spotify in den Charts sind, oder irgendeinem kaputten Kappi. Okay, eine Büchse der Pandora muss ich noch öffnen. Ja, bitte. Und zwar, was sagst du zu Kollegas Verhalten zu Favorite? Als Fave meinte, sag Kollega Bescheid, der soll mich signen, etc. Also so wie ich das mitbekommen habe, Kollega hatte ja damals, 2019, als er zur Alpha Gene 2 Tour, da hatte der auch zwei Tracks mit Fave nochmal gemacht. Und der hat wohl auch zu Fave gesagt, Alter, komm wieder klar. Und dann hätte der den auch gesigned bei Alpha Music Empire. Fave hat sich nicht mehr gemeldet, kam wieder nicht klar. So, und wenn Fave dann irgendwie nach einem Dreivierteljahr auf einmal eine Instagram-Story macht, wo der voll die Kieferfaxen hat und sagt, ey, markiert mal alle Kolle, der soll mich jetzt signen, Alter. Dass Kolle darauf nicht eingeht, dass er dann auch sagt, ey, so privat ist kein Problem, aber wirtschaftlich gesehen, der als Labelboss, dass er da sagt, nee, Alter, ist nicht. So, da finde ich, kann man Kolle jetzt keinen Strick draus binden. Vor allen Dingen habe ich gehört, jetzt zuletzt sogar, ich weiß nicht, wie viel dran ist, dass der Kollege sogar tatsächlich jetzt den Faven Song geschickt hat und gesagt hat, spring mal drauf auf den Beat. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gehört. Und Kolle hat ja auch auf irgendeinem Track hat der auch so. Bei Déjà-vu, wo der gesagt hat, wo der Fave, diese Samples von ihm reingebracht hat. Ja, genau, mit dem, das ist Self mit du Lappen. So, deswegen, also ich finde Kolle, ja, ich denke mal, sobald der sieht, dass bei Favorite wirklich, dass er Klick gemacht hat, dass er den dann auch nicht hängen lässt. So, weil der Kolle ist kein Mensch, der jetzt irgendwie vergisst, wo er herkommt oder mit wem der früher war. Und ja. So, wenn da dann auch, wenn da Faith auch mit Kolle wieder mehr Kontakt hat und wenn da mehr zustande kommt, der vielleicht wirklich dann noch über die Zeit jetzt bei ihm gesigned wird, ey, perfekt. Ja, aber ich glaube, das wird nicht passieren, aber naja. So, damit sind wir durch. Wir haben auch gleich die 40 Minuten erreicht. Okay, was steht noch auf dem Plan? Das letzte ist, Magna, war es wichtig, dass ich noch Stellung nehme zu meinem Kanal. Also zu unserem Zweitkanal insgesamt, genau. Warum man jetzt so wenig hört. Wir versuchen ja, den Zweitkanal auch aufzubauen. Hauptsächlich als zweites Standbein, als Sicherheit. So, weil wir halt gemerkt haben mit dem ersten Kanal, wir sind angreifbar, weil wir vieles auch einfach nicht wissen. Wir machen die ganze Scheiße hier aus dem Hobby, aus dem Bock heraus. Ne? From the hip. Ja. So. Und da passiert halt in letzter Zeit nicht viel. Das liegt aber einfach daran, dass ich Anfang März kam ich auf die Intensiv, habe ein bisschen Probleme mit der Lunge. So, bin jetzt erst seit einer Woche wieder, anderthalb, glaube ich, wieder raus. Ich versuche mich jetzt. Deswegen rauchen wir hier auch fleißig, aber wir haben es auch geklärt. Ich bin raus aus der Scheiße. Er meint, es ist cool. Ist okay. Normal. So. Ja, auf jeden Fall versuche ich mich da ein bisschen hinterher zu hängen. Von uns. Ist halt ein bisschen schwierig, weil es ein bisschen viel ansteht und so, aber na, ich bin heute hier und werde mich auch ein bisschen mehr hinterher hängen. Ja. Das wollte ich noch sagen. Ja, intensiv, Baby. Baby. Gilt. Na gut, alles klar, dann sehen wir uns bald wieder, wenn es neue Infos gibt. Veritas Maximus, damit wirst du dann, wenn wir da nämlich drüber reden, dann wirst du merken. Circus Maximus. Circus Maximus, dann wirst du nämlich merken, der hat nicht unbedingt das bessere Umfeld gehabt. Ja. So. Ja, die Geschichten sind unglaublich interessant. Ich habe noch nicht viel gelesen, weil der Magna noch selber dran ist und hin und wieder mal ein bisschen reingelesen, also heftig. Der Magna erzählt mir hin und wieder was. Freut euch da auf was. Wir wissen halt auch noch nicht, wie wir das machen, ne? Weil wir da auch niemanden irgendwo reingrätschen wollen und sagen wollen, Alter, wir wollen auch den Verkauf nicht stoppen von dem Buch und so. Ja, oder also, indem Buch. Wir zu viel spoilern, müssen wir noch gucken, wie wir das machen alles, aber ja. So, jedenfalls, da kommt auf jeden Fall, na, wir halten unser Wort, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Na, da schrauben wir gerade noch dran. Ja, dann sehen wir uns entweder bei Circus Maximus Stoff wieder, oder wenn es wieder Neuigkeiten gibt, nur zu gegebenem Anlass. Na, und jetzt die Abmoderation nimmt ja Kovu. Ja, auf jeden Fall, das war die erste Folge Podcast, wo ich mit dabei war. Freut mich, dabei gewesen zu sein. Auch wenn ich jetzt bei dem Rock-Thema nicht allzu viel beisteuern konnte, aber ich denke mal, du hast dich wacker geschlagen. Ne? Und das ist doch die Hauptsache. So, und dann in Zukunft könnt ihr euch auf jeden Fall noch auf weiteren Content freuen. Ja, und damit bin ich dann raus. Kommt noch Kovu-Shit irgendwie? Ja, von mir kommen dann auch noch, also ich habe eine EP von mir selbst in Planung, die Therapie-EP. Das wird dann eine Solo-EP von mir, aber da
bin ich noch in der Produktion, also das dauert noch. Alles, was auch so mit, was auch so hier mit in die Hip-Hop-Branche geht, ne, das wird dann auch alles über meinen Kanal, also über den Zweitkanal von uns. Ich sage immer meinen Kanal, weil ich da der Haupt bin. Na, er ist halt bei Rockbox der Haupt, ja, wir machen das alles zusammen. Das wird alles über meinen Kanal kommen. Es kommt auch noch, von uns dreien soll auch noch was kommen, aber da haben wir jetzt alle gerade nicht den Kopf für. Wir haben alle gerade, dauert alles ein bisschen, aber es kommt noch ein bisschen. Aber das ist noch interessant, weil das haben wir noch nie so wirklich angesprochen. Rock-Zeugs kommt hauptsächlich auf Rockbox TV und Hip-Hop-Zeugs wollen wir dann halt hauptsächlich auf Olin Rockbox TV machen. Na, also wir denken, das ist die beste Lösung. Na, deswegen, also ich bin dann auf seinem Channel, auf dem Zweit-Channel bin ich dann eher anzutreffen als jetzt auf dem Haupt-Channel, weil wie gesagt, ich bin eher voll, also ich bin Vollblut-Rapper, Hip-Hopper und ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir dann durch, oder? Ich fand, das war auf jeden Fall eine gute erste Folge für mich und dann, ja, würde ich sagen, bis dann. Das ist wie Spiegel. Schüsseldorf. Man sieht sich.